إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم أجرنا من النار يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Liebe Brüder im Islam, ich habe im letzten Jahr mit einem Deutschen gesprochen, der war auf dem Weg, Muslim zu werden. Und ihr habt vielleicht auch schon mal solche Menschen getroffen, die eigentlich schon überzeugt sind. Sie sind von ihrem Herzen und von dem, was sie sagen, hundertprozentig Muslim. Aber sie trauen sich noch nicht so ganz, den letzten Schritt zu machen. Es ist oft so, dass wenn man auf dem Weg zum Islam ist, dass der letzte Schritt einen noch irgendwie Überwindung kostet. Und ich habe auch letztes Jahr so jemanden getroffen. Alhamdulillah, er ist einige Tage später Muslim geworden. Und ich habe ihm kurz vorher gesagt, stell dir mal vor, du würdest in ein paar Tagen sterben. Was machst du dann? Dann stirbst du vielleicht ohne Islam. Stell dir mal vor, du würdest in ein paar Tagen sterben. Und das sagt man häufig so jemandem, wenn man merkt, dass er eigentlich überzeugt ist, aber er zögert noch. Stell dir vor, du würdest in ein paar Tagen sterben. Ich bin von diesem Treffen nach Hause gefahren. Und etwas später habe ich mir selber mal Gedanken darüber gemacht. Was wäre, wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe? Was wäre, wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe? Klar, ich bin schon Muslim, Alhamdulillah. Aber was wäre, wenn ich wüsste, ich sterbe in ein paar Tagen? Als ich zu Hause war, ich habe den Fernseher da gesehen. Natürlich, man guckt nicht so schlimme Sachen damit. Aber wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich könnte das Ding überhaupt nicht mehr anmachen. Ich hätte so viel Angst, dass irgendwo darin irgendeine Sache, eine Frau, ein bisschen Musik, irgendwas kommt, was vielleicht eine Sünde für mich wäre und ich stehe vor Allah damit. Wenn ich wüsste, in ein paar Tagen sterbe ich, das Ding wäre aus. Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich hätte viel mehr Motivation für andere Sachen. Zum Beispiel, ich gebe offen zu, es fällt mir schwer, manchmal jeden Montag und jeden Donnerstag zu fasten, wie das eigentlich Sunna ist. Aber wenn ich wüsste, ich lebe nur noch ein paar Tage, das wäre kein Problem. Ich hätte genug Motivation dafür. Ich habe mir oft vorgenommen, dass ich jeden Tag so ein bisschen Koran und was von der Sunna und ein bisschen von der Sira lese. Nicht viel, nur ein paar Seiten immer. Einfach nur regelmäßig jeden Tag. Oft habe ich mir das vorgenommen, aber irgendwie angefangen und wieder aufgehört. Aber wenn ich wüsste, in ein paar Tagen sterbe ich, ich hätte keine Probleme, das jeden Tag zu machen. Ich würde Zeit finden, jeden Tag für zwei Seiten Koran, ein paar Seiten Sira, kein Problem. Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde mit meinen Worten ganz anders umgehen. Wir kennen einen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, ein Diener sagt ein Wort, dem er keine Beachtung schenkt. Ein Wort hat er schon wieder vergessen. Er schenkt ihm keine Beachtung und er stürzt dafür in die Hölle, tiefer als eine Entfernung wie zwischen Osten und Westen. Wegen einem Wort, was man schon längst wieder vergessen hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, spricht Gutes oder schweigt. Und die Salaf haben das so gemacht. Bevor sie etwas gesagt haben, sie haben vorher überlegt, ob das, was sie jetzt sagen, wenn sie damit vor Allah stehen, ob er sie dafür belohnt.
Und wenn sie nicht hundertprozentig sicher waren, das ist so, dann haben sie nichts gesagt. So sind sie damit umgegangen. Im Alltag ist das heute schwierig. Aber wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich könnte das genauso. Ich würde genauso darauf achten, was ich sage. Der Muslim soll sich eigentlich in seinem ganzen Leben jede Minute zur Rechenschaft ziehen. Jede Minute sollst du darüber nachdenken, was hast du heute gemacht und was machst du jetzt gerade. Aber wer macht das schon? Die Sahaba haben das so gemacht. Aber heutzutage ist das irgendwie schwierig. Aber wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde auch mich jede Minute und jede Sekunde fragen, was mache ich jetzt gerade? Ist das, was ich jetzt gerade mache, wirklich für Allah? Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich hätte viel mehr Geschmack an so kleinen Sunnah. So kleine Sunnah, manchmal ein Dua, wenn man zur Tür reingeht oder wieder rausgeht. Oder wie man einen Bruder begrüßt. Die ganzen kleinen Sunnah-Teile über den Tag verteilt. Manchmal schenkt man dem nicht so die Beachtung. Aber wenn ich wüsste, in ein paar Tagen sterbe ich, ich würde versuchen, all diese kleinen Sachen mitzunehmen. Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde viel mehr auf meine Niyya achten. Die Niyya ist das, was am Ende über deinen Tag entscheidet, wenn du vor Allah stehst. Wenn deine Absicht im Herzen nur vor Allah ist, wirst du dafür belohnt. Ansonsten Katastrophe. Bei den Salaf war das so, wenn sie eine Tat gemacht haben und die ist unter den Menschen bekannt geworden, dann haben sie die schon nicht mehr gezählt, weil sie Angst hatten, dass sie das für die Menschen gemacht haben. Sobald sie eine Sache gemacht haben und ein anderer Mensch hat das gesehen, haben sie diese Tat für sich nicht mehr gezählt. Sie hatten so viel Angst davor, das war vielleicht, weil der andere das gesehen hat. Das bedeutet nicht, dass Allah diese Tat nicht akzeptiert. Aber so sind sie damit umgegangen. Die Salaf haben viel mehr Wert gelegt auf geheime Taten. Sie haben viel mehr Wert darauf gelegt, etwas zu tun, wovon kein Mensch auf der Welt erfährt. Niemand. Nicht die Frau, kein Bruder in der Moschee, kein anderer. Ich habe in Münster mal einen Bruder getroffen. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Und irgendwann habe ich ihn mal dabei beobachtet, wie er aus einer Tasse getrunken hat, wo nichts drin war. Das war eine leere Kaffeetasse. Aber nichts drin und er trinkt daraus. Was macht er? Bis mir aufgefallen ist, das war an einem Montag. Und ich habe seitdem mal darauf geachtet. Oft am Montag und am Donnerstag hat er eine leere Tasse genommen und daraus getrunken, damit kein anderer merkt, dass er fastet. Der hat Montag und Donnerstag gefastet und trinkt aus einer leeren Tasse, damit keiner es merkt. Er hatte Angst davor, wenn das jemand erfährt, was ist mit seiner Belohnung. Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde mit den Brüdern anders umgehen. Heute ist das, wie soll ich sagen, ja, man ist nett zu den Brüdern, aber diese wirkliche Sunna, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, ich weiß nicht, ob wir wirklich so nah daran sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer jemanden angelächelt. Und wenn er sich mit jemandem unterhalten hat, das war nicht so nebenbei, so ach ja und so weiter, sondern wenn er sich mit jemandem unterhalten hat, dann hatte diese Person das Gefühl, als wäre er die einzige Person im Universum. So viel Aufmerksamkeit hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschenkt. Wenn er jemandem die Hand gegeben hat zum Salam, er hat nie zuerst die Hand zurückgezogen. Achten wir da heute immer so drauf? Ich mache das nicht immer so. Aber wenn ich wüsste, in ein paar Tagen sterbe ich, ich würde mehr auf sowas achten. Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde dieses Dhikr, was wir nach dem Gebet machen, Subhanallah, Alhamdulillah, ich würde das anders machen. Heute macht man das manchmal, diese 33 Mal Subhanallah, Alhamdulillah, aber das ist wie, als wenn man eine Zeitung liest. Es macht keinen so großen Unterschied im Herzen. Aber wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde das mit einem anderen Geschmack machen. Ich wüsste, was ich sage, wenn ich sage, Subhanallah, Alhamdulillah. Ich würde das Gebet selber ganz anders verrichten. Stellt euch mal vor, ihr wüsstet, ihr sterbt bald. Wie verrichtet man die Gebete? Es gibt einige Brüder in Gefängnissen in islamischen Ländern, die wurden zum Tode verurteilt. Und was meint ihr, wenn ihr wisst, zum Beispiel in einer Stunde ist eure Verurteilung, eure Hinrichtung. In einer Stunde sterbt ihr. Wie würdet ihr das letzte Gebet verrichten? Das letzte Gebet, bevor ihr wisst, jetzt werdet ihr hingerichtet. Wie würde man so ein Gebet verrichten? Das ist anders als unsere Gebete heute wahrscheinlich. Und wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich würde auch anders beten. Wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe, ich hätte kein Problem mit meinem Geld, was ich hier in meiner Tasche habe. Ich könnte das so verteilen. Was soll ich damit hier? Ich würde es überweisen auf mein Konto bei Allah. Ich habe auch ein Konto bei Allah. Ich würde versuchen, das ganze Geld dahin zu überweisen. Was soll ich hier damit machen? Jetzt, wo man immer noch denkt, man hat 30 Jahre vor sich, dann denkt man, oh, das Geld. Aber wenn ich wüsste, in ein paar Tagen sterbe ich. Ich bräuchte das nicht.
Mir ist irgendwann aufgefallen, als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, wie ich ein Leben verbringen würde, wenn ich wüsste, es sind nur noch ein paar Tage über. Ich habe irgendwann gemerkt, das wäre ein ganz anderes Leben als das, was ich jetzt führe. Das hat mit dem Leben, was ich jetzt führe, überhaupt gar nichts zu tun. Das ist was völlig anderes. Wisst ihr, wie man uns nennt, wie wir hier in der Moschee sitzen und wie wir zum Gebet kommen? Wisst ihr, was man über uns sagt? Praktizierende Muslime, oder nicht? Andere Leute würden über uns sagen, wir sind praktizierende Muslime. Wallahi, Brüder, ich schwöre bei Allah, wenn ich wüsste, ich habe nur noch ein paar Tage zu leben, ich hätte das Gefühl, ich muss tauber machen von dem, was wir praktizieren nennen. Das wäre ein ganz anderes Leben. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich habe nur noch ein paar Tage zu leben. Und jeder von euch genauso. Ihr lebt alle nur noch ein paar Tage. Oder meint irgendeiner hier, das sind noch Jahre, die er hat? Meint ihr, das sind noch Jahre? Ich habe so auch mal gedacht, naja, 70, 80 Jahre, so alt wird man ja heutzutage meistens. Bis mich vor einiger Zeit mal ein Bruder auf einen Vortrag angesprochen hat. Das war so ein kleines Video über Silvester. Er hat mich 5 Jahre danach mal darauf angesprochen. Weißt du noch das Video, was du damals gemacht hast? Das war 5 Jahre später. 5 Jahre. Ich hatte das Gefühl, das war gestern. Versuch dich mal an irgendein Ereignis zu erinnern, was 5 Jahre zurückliegt. Irgendwas von Bedeutung. Du hast das Studium abgeschlossen, du hast geheiratet, bist Vater geworden. Irgendwas. Irgendwas, was so 4, 5 Jahre zurückliegt. Das kommt einem vor wie ein einziger Tag. Das sind nicht 5 Jahre. Und die nächsten 5 Jahre, die jetzt noch kommen, die vergehen ja nicht langsamer. Die nächsten 5 Jahre sind nochmal ein Tag. Und danach die 5 Jahre, das sind nochmal ein Tag. Und danach die 5 Jahre sind nochmal ein Tag. Und 7 oder 8 Tage und die ganze Sache ist sowieso vorbei. Das sind nicht 30, 40 Jahre, die wir noch hier vor uns haben. Das sind 7 oder 8 Tage. Mehr sind es nicht. Und das auch nur im allerbesten Fall. Wenn überhaupt noch diese 7 oder 8 Tage. Ich kenne 2 Geschichten von Brüdern aus Münster. Einer war ein somalischer Bruder, 20 oder 22 Jahre alt. Man würde sagen, der hat das Leben ja noch vor sich. Der ist krank geworden, der hat so ein bisschen Fieber bekommen. Und das Fieber ging nicht weg. Man hatte keine richtige Erklärung dafür. Und er ist nach ein paar Tagen ins Krankenhaus gekommen und irgendwann ist es ihm besser gegangen. Und 2 Wochen später, nachdem er krank geworden war, war er tot. 20 oder 22 Jahre. Einfach Fieber. Ich kannte einen anderen Bruder in Münster, ungefähr in meinem Alter, das ist schon Jahre her. Der ist an Krebs gestorben. Nicht 60, 70 Jahre, ich weiß nicht, 28, 30 Jahre. Krebs. Wir wissen alle, dass es solche Geschichten gibt. Aber wenn man solche Geschichten hört, dann hat man irgendwie immer das Gefühl, das sind Sachen, die anderen Leuten passieren. Ja, klar weiß man, dass sowas passiert. Klar. Aber wer kann sich vorstellen, dass einem das selber passiert? Dieser somalische Bruder, wenn der einen Tag vorher so eine Predigt gehört hätte, der hätte genau das Gleiche gedacht. Ja klar, das sind Geschichten, die anderen Leuten passieren. 2 Wochen später ist er selber zu so einer Geschichte geworden. Das sind nicht Sachen, die anderen Leuten passieren. Das sind Brüder, die sitzen hier genauso wie wir heute. Die sitzen hier und haben keine Ahnung, die sind überhaupt nicht vorbereitet. Und dann kommt so eine Sache. Eine Krankheit, ein Fieber, irgendeine Sache und 2 Wochen später ist die Sache erledigt. Das sind nicht Leute, die darauf vorbereitet waren. Die haben damit genauso wenig gerechnet wie wir alle. Wir sind die Leute, denen das passiert. Und wenn die Sache vorbei ist, stehst du irgendwann vor deinem Schöpfer. Und dann zählt nur noch, wie du dein Leben verbracht hast. Das ist die einzige Frage. Es ist völlig egal, wie lang das Leben war. 5 Jahre, 5 Tage, 20 Jahre, 100 Jahre. Ganz egal. Manchmal, wenn jemand mich fragt, wann bist du Muslim geworden? Ja, ist circa 20 Jahre her. Oh, mashallah, 20 Jahre. Was heißt 20 Jahre? Wobei, das hat überhaupt keine Bedeutung. 20 Jahre nichts. Wie hast du diese 20 Jahre verbracht? Das ist die Frage. Wenn du 20 Jahre mit der Ibadah und für Allah verbracht hast, okay. Aber wenn nicht, dann kannst du besser nur 20 Tage verbracht haben oder hast die anständig verbracht. Ein Sheikh hat einmal ein Buch geschrieben. Was kannst du in 1 Minute machen? Ein kleines Buch. Das ging so ein bisschen um Dhikr. Was kannst du in 1 Minute machen? Wie viel Belohnung bei Allah kannst du in 1 Minute sammeln? Und er hat so ein paar Beispiele aufgeführt. Er sagte zum Beispiel, in 1 Minute kannst du 3-mal die Sura Al-Fatiha lesen. 1 Minute. Und nach einigen Gelehrten bringt das 600 Belohnungen bei Allah.
Wenn du das dreimal liest, sind das 1800. 1800 Hasanat, Belohnungen bei Allah. In einer Minute kannst du 21 Mal Qul huwallahu ahad lesen. Und das ist Belohnung wie 7 Mal den ganzen Koran lesen. In einer Minute kannst du 100 Mal Subhanallah wa bihamdi sagen. Und wenn du das sagst, 100 Mal werden dir nach einem Hadith alle Sünden vergeben und selbst wenn sie so viel sind, wie der Schaum auf dem Meer. In einer Minute kannst du 40 Mal La hawla wa la quwwata illa billah sagen. Und das ist einer der Schätze des Paradieses. In einer Minute kannst du 50 Mal Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim sagen. Und das sind nach einem Hadith Worte, die sind leicht auf den Lippen, aber schwer in der Waage am Yawm al-Qiyamah. Willst du mal über dein eigenes Leben weinen? Denk mal an die letzte Stunde. Von jetzt ab die letzten 60 Minuten. Denk mal darüber nach, wie du die verbracht hast. Wie viele Belohnungen du hättest sammeln können und wie viele Belohnungen du verpasst hast. Und jetzt nicht nur die letzte Stunde, denk mal an die letzten Jahre, die du verbracht hast. 20 Jahre Muslim, hä? Wallahi, was bedeutet das? Im Koran erfahren wir von Leuten, die stehen vor Allah und sie sagen, قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Sie stehen vor Allah und sagen, mein Herr, bring mich zurück, damit ich gute Taten machen kann von dem, was ich verpasst habe. Wenn man das liest, denkt man immer, das sind die anderen. Ja, das sind die Kuffare und die Muschrikin und die wünschen sich, ne? Was meint ihr, wie viele von uns da stehen und sich wünschen würden, sie könnten noch einmal hierhin zurück und ihre Zeit besser nutzen für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Tag der Auferstehung, der hat im Koran viele verschiedene Namen. Yawm al-Qiyamah, Tag der Auferstehung, sehr bekannt. Yawm al-Hisab, der Tag der Abrechnung, auch ein bekannter Name. Aber wisst ihr, was von allen Namen im Koran für mich der schlimmste Name ist? Das ist Yawm al-Hasra. Yawm al-Hasra ist, Hasra bedeutet so ein tiefes Bedauern im Herzen. So dass man es einfach, man hat es nicht richtig gemacht. Das ist ein Tag, wo wir das empfinden werden. Wo viele Menschen, die vor Allah stehen, werden so empfinden. Man hat es irgendwie ja, vermasselt. Man hat die Gelegenheit gehabt, man hätte es so viel besser machen können, aber man hat es nicht getan. Der erste Vers, der vom Koran herabgesandt wurde, den kennen eigentlich ja, alle Muslime. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Das war der erste Vers. Damit hat diese Offenbarung angefangen. Den letzten Vers kennen nicht alle. Der erste Vers ist Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Und danach sind 23 Jahre vergangen, in denen der Koran offenbart wurde. 23 Jahre, 6236 Verse, in denen Allah über viele Dinge gesprochen hat. Er hat seine Eigenschaften beschrieben. Er hat uns Regeln, Lebensregeln für den Alltag mitgegeben. Er hat uns Beispiele gegeben von vergangenen Völkern. Viele Ermahnungen, viele Weisheiten, viele Dinge, die das Herz weiß machen. 6236 Verse im Koran. Und der letzte Vers, der offenbart wurde, das ist ein Vers in Surat al-Baqarah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Und fürchtet einen Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Das ist der letzte Vers. Wie so ein Fazit aus dem ganzen Koran. Wenn du wissen willst, wofür diese 6236 Verse offenbart wurden, dann lies diesen letzten. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Und fürchtet einen Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dann wird jeder Seele das vergolten, was sie getan hat, und ihm wird kein Unrecht passieren. Wenn man das begriffen hat, dann lebt man sein Leben anders. Wenn immer das Leben der Sahaba ist, das waren keine Propheten, das waren auch keine Engel, das waren Menschen, Menschen wie wir. Aber die haben anders gelebt. Die haben versucht, jede Sekunde zu nutzen. Wenn sie einen Schritt von der Moschee nach Hause gemacht haben, sie haben bei diesem einen Schritt überlegt, ist das jetzt fi sabilillah? Das wäre ihre Sache. Wenn die auf der Straße gelaufen sind und es kam ein Baum in der Mitte und die wurden durch diesen Baum getrennt und haben sich wieder getroffen, die haben sich nochmal Salam gegeben. Die wurden nur durch so einen Baum getrennt. Noch einmal Salam. Aber sie wussten, wenn ein Muslim einem anderen Muslim Salam gibt, dann werden seine Sünden vergeben, bevor er noch seine Hände ganz weggezogen hat. Das ist nach einem Hadith. Wir haben das verstanden und das benutzt. Und je mehr gute Taten du begehst, desto sicherer bist du, wenn du irgendwann vor Allah stehst, dass du überhaupt nichts hast. Denn das ist die Wahrheit. Wenn wir vor Allah stehen mit all den guten Taten und du hast den ganzen Tag gefastet und nie dein Fasten gebrochen, dein ganzes Leben gebetet und nie aufgehört zu beten, du stehst vor Allah und hast gar nichts. Am Ende kommt es nur darauf an, dass Allah dir verziehen hat. Vielleicht ist in diesen ganzen guten Taten, die du verrichtet hast, vielleicht eine einzige gute, die Allah akzeptiert hat. Und das war die Hoffnung der Sahaba. Einer der Sahaba sagte, ich wünsche mir, dass Allah von mir nur eine einzige Raka im Gebet akzeptiert. Eine Raka im Gebet, das würde mir reichen. Denn Allah akzeptiert nur von den Muhsinin, von den guten Menschen. Von den Menschen, die ihm nahestehen. Wenn man euch fragen würde, welchen Mann wolltet ihr mal gerne kennenlernen?
irgendein Mann aus der Geschichte der Menschheit. Dann sagen die meisten Muslime zum Beispiel einen Propheten, der Prophet Muhammad, oder vielleicht einen anderen Propheten wie Isa oder Omar oder Abu Bakr. Das sind so die bekannten Persönlichkeiten. Und das ist richtig, natürlich wünscht ein Muslim sich diese kennenzulernen. Aber es gibt einen Mann, den würde ich so gerne kennenlernen, von dem wird nur in einem Hadith berichtet. Ich kenne seinen Namen nicht mal. Aber es gibt einen Hadith in Bukhari, dass ein Mann, ihm wurden alle Sünden vergeben, weil er einem Hund einen Schluck Wasser gegeben hat. Er hat einen Hund gesehen, der war durstig, er hat ihm einen Schluck Wasser gegeben und Allah verzeiht ihm alle Sünden und lässt ihn ins Paradies gehen. Diesen Mann würde ich gerne kennenlernen. Was für eine Überraschung. Du stehst irgendwann vor Allah und du stellst fest, von all dem, was du in deinem Leben getan hast, diese ganzen Gebeten und Fasten und Ramadan, Hatsch und so weiter, du stehst damit vor Allah und was rettet dich am Ende? Diese großen Dinge? Nein. Der Schluck Wasser für einen Hund. Das ist die Sache, die dich irgendwann rettet. Wenn man das verstanden hat, geht man anders damit um. Man sucht diese ganzen Kleinigkeiten, dass irgendwo vielleicht eine kleine Sache dabei ist, die Allah von einem akzeptiert hat. Vielleicht haben wir aber noch gar nichts gemacht, was Allah von uns akzeptiert hat. Vielleicht haben wir noch gar keine gute Tat begangen. Eigentlich, wenn man das ausrechnet, dieser Mann geht ins Paradies für einen Schluck Wasser für einen Hund. Dafür geht er ins Paradies. Was ist mit uns? Wir machen doch jeden Tag eigentlich Sachen, die tausendmal mehr wert sind als dieser Schluck Wasser für einen Hund, oder nicht? Was machen wir mit unseren Brüdern? Wir spenden Sachen für andere Muslime, wir helfen Leuten in Not, wir gehen gut mit der Frau um. Das sind doch alles Dinge, die viel besser sind als ein Schluck Wasser für einen Hund, oder? Ist doch viel besser. Wenn der Mann ins Paradies geht, nur für diesen einen Schluck Wasser, was ist mit uns? Wir müssten doch eigentlich die höchste Stufe im Paradies bekommen. Al-Firdaus al-A'la, garantiert. Wir machen doch so viel mehr als dieser Schluck Wasser. Und jetzt kommt der Trick, warum diese Rechnung nicht funktioniert. Gerettet wird an diesem Tag niemand. Illa man atallaha biqalbin salim. Außer derjenige, der vor Allah mit einem sauberen Herzen steht. Wenn du vor ihm stehst mit deinen ganzen guten Taten, aber das war nicht so mit der richtigen Nia, das war einfach nur so getan, es nützt dir nichts. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die vor ihm stehen mit einem sauberen Herzen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Diese ganzen Gedankengänge, die haben angefangen mit dieser einen Begebenheit. Als ich diesen Bruder getroffen habe, diesen neuen Bruder, und am Ende überlegt habe, was wäre, wenn ich wüsste, dass ich in ein paar Tagen sterbe. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Und meistens ist es so, wenn man so eine Ermahnung hört, so eine Erinnerung, irgendwann macht das zack. Und man denkt so, man möchte, okay, jetzt muss man irgendwie was ändern. Vielleicht sollte man sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr auf die Religion achten. Und so war das auch bei mir. Das waren auch so diese Gedanken, man muss jetzt irgendwas tun. Und trotzdem wird man feststellen, dass irgendwie, wenn man irgendwann zurückblickt, dass man gar nicht sein Leben so geändert hat, wie man wollte. Der Shaitan, der hat einen Komplizen, einen Partner. Und der erledigt für ihn fast die ganze Arbeit. Wenn es den Shaitan nicht geben würde, es gibt einen Komplizen, der macht für ihn fast alles. Und man sieht viele Muslime, wie dieser Komplize, dieser Partner von Shaitan, wie er sie davon abhält, ihr Leben zu ändern. Dieser Partner von Shaitan ist nur ein einziges Wort. Das ist keine Person, keine Ideologie, das ist ein Wort. Das ist nur ein Wort, was die meiste Arbeit für den Shaitan macht. Der Shaitan könnte in Rente gehen, dieses Wort sorgt dafür, dass die Muslime ihr Leben nicht ändern. Das ist das Wort Saufa. Morgen. Morgen werde ich mein Leben ändern. Morgen werde ich was anders machen. Morgen werde ich mich mehr um den Koran kümmern. Morgen werde ich mehr Sira lesen. Morgen werde ich mehr auf meine Gebete achten. Morgen werde ich anfangen zu fasten. Morgen stehe ich nachts mal auf zum Gebet. Morgen werde ich meine Brüder anders behandeln. Morgen werde ich mehr auf Sunnah achten. Morgen. Das ist nur dieses eine Wort morgen. Und dann kommt der nächste Tag. Dann ist morgen. Und dann gibt es wieder morgen. Und dann kommt der nächste Tag und es ist wieder morgen. Und dieses Morgen ist so lange, bis der Tod kommt. Das reicht schon. Dieses Wort morgen reicht schon. Der Shaitan braucht ja gar nicht mehr viel machen. Wenn du irgendwas ändern willst, wenn du irgendwann einmal feststellst in deinem Leben, du musst irgendwas anders machen. Du musst dich mehr um deine Religion kümmern. Du musst einfach dich mehr anstrengen auf dem Weg Allahs. Dann warte nicht auf morgen. Vergiss morgen. Denk auch nicht an heute Abend oder irgendwann in einer Stunde.
denk an jetzt. Wenn du was ändern willst, mach das jetzt. Wir haben gleichzeitig, das sind zwei Racker. Wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, okay, ich muss ein bisschen mehr mir Mühe im Gebet geben, mach das jetzt. Sag nicht, morgen früh mache ich das zum Fajr-Gebet, mach das jetzt im Salat al-Jumma. Nach dem Gebet macht man diese Afkar, oder nicht? Subhanallah, walhamdulillah. Nimm dir vor, das mal ein einziges Mal so zu machen und dass dein Herz bei Allah ist. Nur einmal. Wenn du danach mit den Brüdern bist, nimm dir einmal vor, okay, ab jetzt mache ich das anders. Ich bin weicher in meinem Umgang mit denen. Ich achte mehr auf das, was ich über die Leute sage. Ich werde meine Zunge davor hüten, überhaupt über irgendeinen Menschen was Schlechtes zu sagen. Einfach nur aus Angst davor, dass du vor Allah stehst. Denk nicht an morgen oder übermorgen. Wenn du was ändern willst, mach das jetzt. Wer weiß, morgen ist es vielleicht schon zu spät. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوات اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وجعله شاهدا لنا ولا علينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربي أحدا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربي أحدا وأقم الصلاة